Guten Abend zu Berlin direkt. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, sagte Bundeskanzlerin Merkel. Doch BND und NSA belehren sie eines Schlechteren. Abhören unter Freunden, das geht. Und wie? Wieder einmal sorgen die Geheimdienste für unheimlichen Ärger. Sie sollen das mit der deutsch-amerikanischen Freundschaft übertrieben haben. Der Vorwurf: versuchte Wirtschaftsspionage. Das Kanzleramt verweist auf die Schlapphüte und will, was die eigene Rolle angeht, so gut wie nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Doch die Frage nach der politischen Verantwortung wird es so leicht nicht los. Klaus Brodbeck berichtet. Es könnte so einfach sein. Da ist der Fehler passiert und da ist der, der dafür zurücktreten muss. Der Horchposten des BND in Bad Aibling und der Präsident des BND. Da würde die Bundesregierung die Schuld gerne abladen. Das heißt, dass im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht das Bundeskanzleramt Defizite identifiziert hat und unverzüglich Weisungen erteilt hat, dass diese Defizite behoben werden. Es ist nicht so einfach. Vor 3 Tagen noch gab sich die Regierung höchst überrascht. Heute wurde bekannt, dass das Kanzleramt bereits 2008 und 2010 vom BND über verdächtige Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA informiert worden sein soll. Plötzlich behauptet die Regierung, alles nicht neu. Die Unterlagen hat das Bundeskanzleramt bereits 2014 dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt. Wer also wusste, was und wann? Zuständig ist der Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, Klaus-Dieter Fritzsche. Verantwortlich aber, sagt die Opposition, ist die Kanzlerin. Sie kann das nicht alles aussitzen und schickt dann den Herrn Fritzsche vor, der irgendwie den Untersuchungsausschuss informieren muss oder auch das Kontrollgremium. Das wird auf Dauer nicht ausreichen. Sie kann sich nicht permanent wegducken, wenn es Probleme gibt. Letztlich ist sie ja verantwortlich für das, was im Kanzleramt passiert. Sie muss auch das Amt und ihre Mitarbeiter so organisieren, dass sie ihrer Aufsichtspflicht über den Bundesnachrichtendienst nachkommen. Seit Merkel selbst abgehört wurde von der NSA, seitdem muss sie sich messen lassen an diesem Satz. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Diesem Freund aber scheint das bis heute egal. Benutzt die NSA den BND? Merkel bleibt dem Koalitionspartner zu zaghaft. Frau Merkel müsste ihren Teil dazu beitragen, dass es jetzt zu einer zügigen Sachverhaltsaufklärung kommt. Und ich erwarte dann auch nach dieser Sachverhaltsaufklärung eine klare politische Bewertung dieses gravierenden Vorgangs. Ich erwarte von der Kanzlerin, dass sie offensiv die Gespräche mit der amerikanischen Regierung sucht und dass sie vor allen Dingen noch einmal nachfasst, inwieweit hier von amerikanischer Seite, von amerikanischen Geheimdiensten in Bezug auf Deutschland und Europa Wirtschaftsspionage betrieben wird. Der Kreis möglicher Mitwisser wird größer im engen Umfeld der Kanzlerin. Altmaier, zuvor Pofalla und de Maizière. Was war bekannt? Ja, ich beantworte da auch gar nichts im Moment dazu. Das kann ich ja sagen. Das steht jetzt gar nicht an. Das muss dann in den zuständigen Gremien besprochen werden. Genau die aber sind überfordert. Muss die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste reformiert werden? Ich glaube, dass wir nach dem Vorbild des Wehrbeauftragten der Bundeswehr einen Nachrichtendienstbeauftragten des Deutschen Bundestages brauchen, der mit einem Mitarbeiterstab sich nur noch um solche Fragen kümmert. Das ist nicht Misstrauen, das ist nicht nur Kontrolle, das ist auch Beratung, das ist Unterstützung. Die Affäre wird immer komplizierter. Genau das macht sie für die Regierenden gefährlich. Für die Bundesregierung, für das Kanzleramt, für die Kanzlerin gilt ja Folgendes. Wenn sie von alledem nichts gewusst haben, wie sie sagen, dann sind sie ausgesprochen schlechte Kontrolleure und Leiter. Und wenn sie es gewusst haben, haben sie sich an Straftaten beteiligt. Also in beiden Fällen sind sie verantwortlich. Heute Abend soll darüber auch im Koalitionsausschuss gesprochen werden. Es gibt viel zu bereden. Genau, und das tun wir jetzt. Bei uns ist der Grünen-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss. Schönen guten Abend, Herr von Notz. Guten Abend, Herr Weide. Herr von Notz, Sie haben es eben im Beitrag gesehen. Die Regierung sagt, sie habe ihrem Ausschuss ja schon 2014 relevante Informationen zur Verfügung gestellt. Wenn Sie die hatten, warum haben Sie nicht sofort Alarm geschlagen? Ja, das ist genau so. Wir haben Hinweise auf genau diesen Vorgang bekommen. Das ist ja der Grund, warum wir den Beweisantrag gestellt haben, BND 26. Und dieser Beweisantrag, den die Opposition im Untersuchungsausschuss gestellt hat, das ist jetzt der Grund,
Grund, warum diese ganze Thematik überhaupt öffentlich geworden ist. Aber die Regierung sagt ja, sie habe diese relevanten Informationen damals schon zur Verfügung gestellt. Hätten Sie nicht mehr wissen können? Hätten Sie nicht schon Alarm schlagen können? Wir haben gesagt, genau das ist das Problem. Im Grunde ist die Bundesregierung und der BND auf jeden Fall seit dem Jahr 2005, spätestens seit 2008, bösgläubig in der Sache. Man weiß, was die Amerikaner machen bei diesen Massendatenerfassungen. Und insofern haben wir das von Anfang an gesagt. Und wir haben auch gesagt, als wir informiert wurden jetzt von der Bundesregierung, dass uns das überhaupt nicht überrascht, dass das so ist, weil aus unseren Akten diese Problematik klar ersichtlich war. Wie wollen Sie denn jetzt weiter aufklären? Was genau wollen Sie wissen? Ja, wir brauchen erstmal Einsicht in diese Listen natürlich. Das ist ganz wichtig. Das ist Teil unserer Aktenlage, die wir brauchen. Und da kann man jetzt nicht mit den Amerikanern konsultieren, sondern der Deutsche Bundestag, der Untersuchungsausschuss, muss diese Unterlagen, diese Akten mit Namen, mit Selektoren bekommen. Dann brauchen wir Vollständigkeit mit allen anderen Akten, auch bezüglich der Vorgänge vor dem Jahr 2008. Da ist immer noch keine Vollständigkeit erklärt. Die Bundesregierung zögert das hinaus. Und schließlich ist es so, dass die Bundeskanzlerin mal klar sagen muss, was Sache ist. Sie hat im Wahlkampf eindeutig andere Dinge behauptet, als die, die jetzt rauskommen. Und insofern ist sie da in der Pflicht. Wo liegt denn für Sie da die Verantwortung? Beim BND oder im Kanzleramt? Na, ganz klar liegt die Verantwortung im Bundeskanzleramt. Das hat die Fach- und die Rechtsaufsicht. Der BND ist ein Geheimdienst. Aber in Rechtsstaaten werden ja Geheimdienste Gott sei Dank kontrolliert. Und wenn das Bundeskanzleramt das nicht gemacht hat, ist das ein Versagen auf deren Seite. Sie sprechen die Kontrolle an. Sie haben gerade eben Ihre Kollegen gehört, die sagen, das Parlament ist da eigentlich überfordert. Gilt das nicht auch für Ihren Ausschuss? Nein, das würde ich überhaupt nicht so sehen. Ganz im Gegenteil, der Ausschuss arbeitet sehr erfolgreich. Und dass wir diese Geschichte jetzt auf den Tisch bekommen, haben wir nur dem Untersuchungsausschuss zu verdanken. Man muss sich klar machen, alle Kompetenzen, die das Bundeskanzleramt hat, alle Kontrollinstanzen für den BND haben nicht das zutage gefordert, was jetzt durch diesen Beweisbeschluss auf den Tisch gekommen ist. Aber wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass Sie da wirklich weiterkommen? Die Amerikaner sind sehr zurückhaltend und die Deutschen sind auch sehr zurückhaltend, bei den Amerikanern zu fragen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Sie überhaupt wirklich wesentlich weiterkommen, was die Aufklärung dieser Affäre angeht? Wir sind ein ganzes Stück weitergekommen und wir haben viel aufgeklärt. Und das ist ein wunderbares Beispiel, dass die Aufklärung gut funktioniert. Ich glaube, eine Demokratie hat so selbstreinigende Mechanismen. So etwas ist der Untersuchungsausschuss. Und deswegen sind wir auf einem guten Weg. Und deswegen muss das Bundeskanzleramt jetzt auch die Akten rausrücken. Und notfalls klagen wir halt. Aber was wissen Sie denn wirklich? Bislang ist es ja nur ein Verdacht. Sie stellen das schon als Erfolg dar. Aber bislang sind Sie, was handfestes Wissen angeht, noch nicht sehr weit. Na, das sehe ich vollkommen anders. Wir wissen ganz viele Dinge. Wir wissen, dass es eben bei den Selektoren diesen Auswahlkriterien, Suchkriterien für die Datenabfassung, dass es da diese Übergriffigkeiten gegen europäische, gegen deutsche Interessen gab. Wir wissen, dass die Darstellung der Bundesregierung, dass man 2013, als Edward Snowden das veröffentlicht hat, ganz überrascht war, dass das alles gelogen war. Tatsächlich wusste man sehr gut Bescheid. Tatsächlich hat der BND viele Jahre mit der NSA sehr eng kooperiert, gerade weil Wer muss dann kurz noch zum Schluss da Konsequenzen ziehen, wenn Sie sagen, der BND war es? Wer muss Ihrer Meinung nach da Konsequenzen ziehen? Wir müssen es sauber aufklären und dann müssen die Dienste enger begrenzt werden, rechtlich begrenzt werden und wir müssen die parlamentarische Kontrolle ganz klar ausbauen. Herr von Otz, schönen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne.